In der Broschüre »Die grüne Moralpartei und der Pädophilie-Skandal des deutschen Politikers und CDU-Mitgliedes Peter Helmes« wird behauptet, dass die Verbindung der Grünen mit pädophilem Gedankengut bzw. Päderasten über Jahre hinweg von der Partei zum Teil unterstützt, noch häufiger geduldet und bis heute völlig unzureichend aufgearbeitet wurde. Viele Unterstützer würden sich noch immer in hohen Positionen befinden. So zum Beispiel der Bundestagsabgeordnete Volker Beck. Er ist religions- und migrationspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen und soll 1988 für Entkriminalisierung und Herabsetzung des Schutzalters für sexuelle Handlungen mit Minderjährigen auf 12 Jahre geworben haben. Jürgen Trittin, gleichfalls Bundestagsabgeordneter und im Kommunalwahlprogramm der Göttinger Alternativen Grünen, habe 1981 die Forderung nach Streichung sämtlicher Paragraphen, die Kinder, Jugendliche und Erwachsene in der freien Entfaltung ihrer Sexualität beschränken, unterstützt. Claudia Roth ist Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages sowie Mitglied des Vorstandes der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft. Bis 1990 war sie des FDP-Jugendverbandes Jungdemokraten, der 1980 gefordert haben soll, dass die Paragraphen 173 bis 176, die Inzest sowie Sexualität mit Schutzbefohlenen, Kindern, betreffend zu streichen wären. Daniel Cohn-Bendit, heute Mitglied des Europäischen Parlaments, arbeitete früher in einem Kindergarten und schrieb 1975 in seinem Buch: Mein ständiger Flirt mit den Kindern nahm bald erotische Züge an. Ich konnte richtig fühlen, wie die kleinen Mädchen von 5 Jahren schon gelernt hatten, mich anzumachen. Müsste der Wahrheitsgehalt dieser Behauptungen nicht von der Staatsanwaltschaft untersucht werden? Auch der Autor Peter Helmes hat sich in seinem Buch »Die grüne Moralpartei und der Pädophilie-Skandal« mit diesem Thema auseinandergesetzt. Beim Schreiben seines Manuskriptes musste er mehrfach die Arbeit unterbrechen, weil er Tränen in den Augen hatte, nicht mehr weiterarbeiten konnte und wollte. Sollte ich wirklich all diesen Dreck nach außen kehren? Fragte er sich. Seine Antwort soll auch Ihnen Ermutigung sein, dran zu bleiben und nicht aufzuhören, gewichtige Gegenstimmen weiter zu verbreiten. Nur das Herstellen von Öffentlichkeit kann dazu beitragen, politisch und moralisch verkommene Ideen und Gestalten zu demaskieren. Hallo Herr Hofreiter, mein Name ist Michael Stürzenberger, Journalist fürs Internet. Ja. Es ist doch ganz interessant, Sie jetzt mal hier zu sehen. Ja. Entschuldigung, Sie sind ein Nazi. Ich bin ein Nazi. Ich habe die Weiße Hose wieder gegründet mit der besten Freundin von Sophie Scholl. Wie können Sie sagen, dass ich ein Nazi bin? Ja. Das zahlen Sie erstmal Ihre Gerichtskosten, Herr Schwarz. Ja. Also Herr Hofreiter, warum bin ich ein Nazi? Sagen Sie mal, was weil ich den Islam kritisiere vielleicht? Sagen Sie mal, was am Donnerstag vom Oberland. Der Islam hat mit den Nazis paktiert. Das ist also völlig unlogisch zu behaupten, wer den Islam kritisiert, ist ein Nazi. Ja, ja. Ich glaube, Sie brauchen noch ein bisschen faktische Nachhilfe beim Thema Islam. Was Sie hier machen, ist eine Verletzung des Rechts am eigenen Bild. Also Sie sind Bundestagsabgeordneter, Herr Hofreiter. Sie sind Person der öffentlichen Zeitgeschichte. Ja? Es wäre doch eigentlich ganz gut, wenn man sich jetzt mal unterhalten könnte. Weil ich bin kein Nazi, Herr Hofreiter. Sie gehen ein bisschen leichtfertig mit dem Begriff Nazi um. Das machen Sie auch im Bundestag. Ja, Sonnenblumen sind immer gut. Ja? Liebe für alle, Hass für keinen. Wir werden alle Brüder und Schwestern. Ja. Wollen Sie nicht zu Ihrem Infostand irgendwo da draußen gehen? Ich habe gedacht, es wäre jetzt ganz gut, dass man mal austauscht. Wir wollen doch, dass die Gräben nicht vertieft werden, sondern dass wir die Gräben und etwas machen zuschütten. Sie mit der Kamera so vor den Augen. Ja, Sie reden Sie immer mit den Leuten. Ja, ja. Und jetzt ruft der Herr Hofreiter die Polizei, dass er belästigt wird. Ja, das sagen Sie. Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Weil die Luft nicht aufhält, die Bürger nicht so Energie die ganze Zeit in der Form auch nicht. Und wenn wir wirtschaftlich denken, auch nochmal. Also Schade eigentlich. Ich habe gerade, jetzt können wir mal ein bisschen über die Fakten reden. Weil es ist doch wichtig, es ist ein gewählter Bundestagsabgeordneter. Ja. Und da